als du mir das Thema Wahrheit gesagt hast, geschickt hast als Idee für unser Gespräch, fiel mir als erstes die innere Wahrheit ein, als etwas, was für mich eine große Bedeutung hat. Die innere Wahrheit in dem Sinne, dass bei künstlerischen Arbeiten, sowohl beim Schneiden von Filmen als auch anderen Arbeiten dieser Art, man angewiesen darauf ist, auf die eigenen Gefühle, die eigenen Instinkte und vor allem etwas in einem, was einem sagt, was man empfindet, und zwar so radikal wie möglich. Und diese innere Stimme kann oft wegblockiert werden, mehr oder weniger bewusst, weil man sie zum Beispiel gerne etwas nicht wissen will. Man will zum Beispiel nicht wissen, dass der Film misslingt, oder man will vielleicht nicht wissen, dass die Arbeit, in der man gerade so viel gesteckt hat, auf dem falschen Weg ist oder solche Sachen. Also es gibt ganz viele Gründe, warum man dieser Stimme, die in einem ist, oder vielleicht wenn man in der Minderheit ist mit dem Gefühl, was man hat zu etwas, ja, und andere um einen herum sind im Einklang miteinander ganz anderer Meinung. Und das sind die Momente, wo gerade diese Stimme droht zu erlischen, also dass man sie gar nicht hört, dass man gar nicht auf sie hört. Und mir scheint, das ist von höchster Wichtigkeit, dass man einen Kontakt zu der behält, stark genug, um dass man immer weiß, was sie einem sagt und entsprechend handelt. Ich habe eine Übung gemacht, also ich habe viele Übungen gemacht, aber ich erinnere mich an eine der wichtigen Übungen, die ich gemacht habe, um herauszufinden, wer ich bin als junge Person, als ich dann anfing, also als ich gerade raus war, also eigentlich als ich gerade nach Berlin angekommen bin, war, dass ich mich vor dem Fernseher hingesetzt habe und habe einfach nur mit der Fernbedienung in der Hand geguckt und gesappt, sobald ich kein Interesse hatte. Und ich habe geguckt und gesappt und geguckt und gesappt und versucht, so wenig wie möglich voreingenommene Gefühle zu haben, so wenig wie möglich zu urteilen mit meinem Kopf, sondern einfach nur auf Instinkt und auf der Gefahr hin, dass ich feststelle, dass ich auf Dinge stehen bleibe, die ich anprangere, die ich geschmacklich oder moralisch oder sonst was uninteressant finde, und zum Beispiel auf irgendwelchen horriblen Talkshows stehen bleibe, nicht auf dem Arte-Film über irgendwas Interessantes. Und das war eine der vielen Übungen, die man machen kann, um herauszufinden, okay, was tickt gerade, und es nicht zu interpretieren, sondern es einfach mal hochkommen zu lassen. Wenn ich gefragt werde, waren Sie gestern Abend im Restaurant so und so von der und der Uhrzeit zu der anderen Uhrzeit? Dann sage ich ja oder nein. War ich oder war ich nicht? Wenn ich lüge, dann lüge ich. Dann habe ich einfach die Unwahrheit gesagt. Das ist einfach etwas, was einfach existiert, so dass so ist es. Nur da wir uns in dem extrem fließenden Bereich der Kunst gerade befinden, in unserem Gespräch, da ist was anderes Wahrheit dann. Also das, was Kino macht, im besten Fall, ist Wahrhaftigkeit zu erstreben. Wahres geht nicht. Wahres geht deswegen nicht, weil wahr ist eigentlich ein ganz strikter, kalter Begriff. Es ist entweder wahr oder nicht wahr, oder falsch oder gelogen oder... Das ist eigentlich fast ein technisches Wort, ja, wahr. Während wahrhaftig ist natürlich etwas, was erstrebt wird. Durch allen möglichen Mitteln, ob es Fiktion oder Dokumentarfilm oder sonst was noch ist. Also das ist da, die Wahrheit stellt sich nicht die Frage, ob die Wahrheit ist ein Dokument wie ein Dokumentarfilm oder Fiktion, ob Fiktion wirklich nur erfunden ist. Nein, also diese verschiedenen Filmformen sind Konstruktionen, und in diese Konstruktion kann etwas zum Ausdruck kommen, was mehr oder weniger einen rührt. Ja?
Und je mehr es die Fähigkeit hat, etwas uns zu sagen in der Tiefe über die Existenz, desto näher ist es etwas, was man möglicherweise Wahrheit nennen kann. Cinéma Vérité ist ein Begriff, der beschreibt im dokumentarischen Film die Art, wo der Kameramensch oder die Regisseurin, der Regisseur, die seinen Protagonisten in echten Situationen folgt, als wäre diese beobachtende Kamera gar nicht da. Und der Film ist so aufgebaut in gewisser Weise wie ein Fiktionsfilm, in dem es Szenen gibt, die sich abspielen. Und das, was als im Grunde die sogenannte Vérité, die Wahrheit dieser Person, dieser Situationen sich herausstellt, ist in gewisser Weise die Summe dieser Szenen, die Summe dieser Situationen. Ein Destillat, den man nicht voraussehen konnte beim Drehen und den man findet beim Schneiden und beim Machen des Filmes und der quasi unsagbar ist, der sozusagen quasi auf der Ebene der puren Erfahrung sich befindet. Aber natürlich, man darf nicht vergessen, dass das alles konstruiert ist. Also das ist natürlich die Art der Kamera, die Entscheidung in dem Schneiderraum, das, was man lässt und weglässt und was man reinmacht, sind alles Filmsprachen und das sind alles bewusste oder erst unbewusst, dann bewusste, rechtfertigte Entscheidungen, die Filmemacher treffen, mit der Absicht, etwas zum Ausdruck zu bringen, was eigentlich in denen selbst ist und nicht out there in der Realität. Insofern von Vérité im Sinne von, als gäbe es eine objektive Realität, die man da widerspiegelt, nein, davon kann man nicht sprechen. Aber von einer Wahrheit, die vermittelt wird über die Wege der Erfahrung, sozusagen des Gelebten, des Mitgelebten, das ist schon der inneren Wahrheit treu zu sein, ist sehr schwere Arbeit, weil es ist erstens überhaupt schwer, sich dessen bewusst zu sein, was man eigentlich fühlt. Schwer, weil man oft lieber gern sich einfügt in der Gruppe, in der man ist und eigentlich auf anderen hört, lieber auf sich selbst. Aber auch es ist schwer, überhaupt in gewisser Weise die Ohren, Augen zuzuklappen und überhaupt in sich zu horchen, weil es gibt sehr viele Dinge, die laut um einen herum sind und das erschweren. Aber auch natürlich ist es eine Frage des Mutes, weil damit setzt man sich eigentlich durch das Status quo, die Konventionen, der Wunsch nach Einfachkeit, all diesen Sachen. Mm-hmm.